Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich war shoppen, das ist so das Schönste meines Jobs, was ich hier habe, ne? Also ich war auf der Suche nach Neuheiten für euch, die ich euch gerne präsentieren möchte. Und es gab auch schon das ein oder andere Angebot zum Singles Day und so weiter. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich lieb's einfach, tatsächlich durch Online-Shops zu stöbern und mir Neuheiten anzuschauen, mich inspirieren zu lassen. Und euch dann halt quasi auch die neuesten Produkte in diesen Hauls zeigen zu können. Ich verlinke euch die Produkte, soweit ich sie so verlinken kann, weil es ist relativ viel, in der Infobox. Ich denke, das ein oder andere verdient ein extra Video, was ich euch jetzt zeigen werde. Aber ich wollte hier mal so ein bisschen Klar Schiff mal wieder schaffen. Und es gibt auch eine Verlosung von einem Produkt, was ich in PR zugeschickt bekommen habe, wo ich aber wirklich nicht schnell genug war. Die war einfach so schnell ausverkauft. Und zwar, etwas von Lookfantastic. Das zeige ich euch gleich, da kommen wir auch noch zu. Ich möchte euch aber zuallererst etwas vorstellen, und das habt ihr auch schon öfters bei mir gesehen, und zwar geht es um den Purelay Mahina Club. Also wir haben ja auch schon den Purelay Adventskalender uns zusammen angeschaut, den ich euch mal gerne im E verlinken kann, und ich habe auch schon ein paar Mal mit Purelay zusammengearbeitet, um ehrlich zu sein. Dreimal, sagt mein Bettelarmband. Und heute haben wir dann die vierte Kooperation. Und ich freue mich sehr, euch dieses Set dann auch in Silber vorstellen zu dürfen. Vielen, vielen Dank an Purelay für die Zusendung des Paketes. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und das bin ich nicht nur, weil ich richtig Bock drauf habe, diese Produkte mit euch zusammen einfach mal anzuschauen, sondern auch, weil das in Kooperation mit X-Later, also mit der lieben Julia, zusammen entstanden ist. Da muss ich wirklich sagen, ich bin Fangirl. Wenn ich die Frau mal irgendwann live treffen werde, ich werde ausrasten. Ihr könnt auf die, auf das Schmuck-Abo auch tatsächlich 20% sparen mit Sparkling-Claudi, wenn ihr möchtet. Ich habe euch alles dazu in die Infobox gesetzt. Und ganz ehrlich, wenn man monatlich ein Schmuckset bekommt für 29,90 Euro, geht auch günstiger, wenn ihr euch das 6-Monats- oder 12-Monats-Abo anschaut, ne? Was einen Warenwert von 70 Euro oder so hat. Finde ich, ist es vollkommen in Ordnung. Also das kann man sich anschauen. Da sind immer zwei Schmuckstücke drin. Du hast immer die Möglichkeit, dir dann auch noch für dein Bettelarmband weitere Charms dazu zu bestellen und natürlich auch das Bettelarmband selber. Ich habe das ja in Silber damals mir bestellt und habe auch schon drei Charms dran. Und wir haben dieses Mal auch ein Goodie von Douglas mit dabei. Das ist diese Mascara, die Lash Curve Extra Curl and Lifting Mascara. Das ist diese hier. Die wurde jetzt von Douglas für die Purelay-Kunden gesponsert. Genau, dann habe ich hier zuerst meinen Charm, den, wie heißt der? Hokulele Edition Charm Silver. Ach, guck mal, das ist so ein Sparkly Blinky. Schaut so aus. Passt sehr gut dann auch zu dem anderen silbernen Blinky Sparkle, den ich schon habe. Und du kannst halt monatlich auch einfach wählen, ob du Gold, Silber oder Roségold als Schmuckfarbe haben möchtest. Und du kannst es monatlich auch, also du kannst auch pausieren und so, ne? Was ich ganz gut finde. Und so schaut dann der Charm an dem Armband aus. Macht sich ganz gut. Reiht sich ganz gut ein. Und dann kommen wir hier auch zum Set. Das schaut so aus, wenn man das öffnet. Das ist neu. Also diese Umverpackung ist neu. Wir hatten sonst andere. Und da sehe ich, dass wir auf jeden Fall eine Kette mit am Start haben. Opulente Anhänger, meine Damen und Herren. Da weiß ich nicht, ob ich das jetzt in Silber am schönsten finde oder in Gold oder Roségold. Also ich glaube, in Gold wäre das schon so ein bisschen angelehnt an die Sonne. Und in Silber hat das was von so einer Münze, ne? Man kann sich auch solche Extender immer dazu bestellen, also dass die Ketten dann quasi auch länger werden. Aber die hier hat ja auch eine ganz gute Länge. Das heißt, du kannst die auch super kombinieren, dass du so einen Layering-Look machen könntest. Und du hast hier auch verschiedene Längen, die du einstellen könntest. Also ich habe es jetzt auf längste gemacht und hier hättest du auch noch eins, ja, eine kleinere Möglichkeit. Kann man so auf jeden Fall tragen, ne? Kommt dann auch bei so einem Ausschnitt ganz gut. Auch wenn ich jetzt hier einfach nur mein Töpfchen anhätte, was ich jetzt hier drunter habe, sieht das auch ganz ordentlich aus. So eine Kameraeinstellung ist auch großartig, Claudi. Genau, so schaut dann auch der Anhänger angezogen aus. Jetzt schauen wir mal, was das zweite Produkt ist. Okay, wir haben Armband. Ah, und dieses Armband ist natürlich dann auch passend zum Charm. Denn wir haben hier noch einen Blinky bei. Sieht auch wirklich schön aus. Ne? Hokulele ist hawaiianisch und bedeutet Hoku, ein Stern, und Lele, fliegen. Wortwörtlich ein fliegender Stern. Schön.
Und wie gesagt, mit Sparkling-Claudi kriegst du 20% Rabatt, was ich ziemlich cool finde. Alles dazu in der Infobox verlinkt. Jetzt schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich auch noch was von Benefit zugeschickt bekommen. Da bin ich ja in so einer Verteilerliste, wie auch immer, drin, dass ich da die Neuheiten auch zugeschickt bekomme. Ich habe euch den Adventskalender auch schon gezeigt und ich weiß nicht, ob ich das auf... Nee, folgt mir gerne auf Instagram. Da werde ich nämlich auch einen Benefit-Adventskalender verlosen dürfen. Und ich habe auch einen Code, mit dem ihr den Adventskalender günstiger bekommt. Den schreibe ich euch mal rein. Der liegt gerade leider unten. Da liegt er gut. Genau, ich glaube auch da 20% Rabatt. Schaut, wie gesagt, super gerne vorbei. Der ist dieses Mal recht hochpreisig, aber hat einen sehr coolen Inhalt. Ich meine auch, dass diese Mascara da drin ist. Die Fanfest von Benefit habe ich hier nämlich nochmal in der Full-Size bekommen mit 8,5 Millilitern. Schaut so aus. Die habe ich selber auch schon ja, in einer kleinen Version getestet. Ich fand die nicht so gut wie die Magnet. Ne? Die They Are Real Magnet Mascara oder die They Are Real, die finde ich ein bisschen besser. Und so schaut einmal die Fanfest Mascara aus. Wir haben hier auch tatsächlich ein Faserbürstchen. Und ich weiß nicht warum, aber mit den Gummibürstchen von Benefit komme ich richtig gut zurecht. Mit dem Faserbürstchen, was die jetzt hier rausgebracht haben, leider nicht ganz so gut. Aber vielleicht muss die sich noch ein bisschen eingrooven. Deswegen, meine liegt jetzt auch noch ein bisschen, sodass ich die in den nächsten Tagen auch noch mal weiter ausprobieren werde. Aber ich habe noch nicht so die Babavoom-Ergebnisse damit bekommen. Dieses Produkt werde ich jetzt auch demnächst mit runternehmen, denn ich habe ja jeden Tag auch so Pöttchenmasken, die ich verwende, jeden Morgen. Und The Professional Deep Retreat Pore Clearing Clay Mask passt da auch sehr, sehr gut rein. Das ist diese hier. Die haben ja so eine Skincare-Linie jetzt auch am Start. Da habe ich aktuell auch den Vitamin C Cleanse in Anwendung. Den kann ich euch schon empfehlen. Der ist schön, ne? Und den verwende ich morgens auch immer, genau. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Maske, die dann quasi reinigend sein soll, was ich auch ganz schön finde. Und sieht man das jetzt hier? Nee, das ist halt Lehm, ne? War So Soft, das Brow Oil, das wird ausprobiert. Das ist nämlich ein Conditioning Augenbrauenöl, 10 Milliliter. Ich habe ja aktuell auch von Özlem das Lash Limit in Anwendung. Und das regt dann ja das Wimpernwachstum an und das hier soll dann quasi die Wimpernhaare pflegen. Die Wimpernhaare vor allem, ne? Die Augenbrauenhärchen. Und dann quasi vom Abbrechen, vom Ausfallen, wie auch immer, einfach pflegen. Also auch, dass die Haut gepflegt wird und so weiter. Und da sind dann Öle mit drin enthalten. Welche Öle haben wir denn da alle eigentlich? Rizinusöl. Ja gut, das ist halt der Klassiker, ne? Aprikosenkernöl, Sonnenblumenöl. Öl. Ja, hört sich auf jeden Fall einfach sehr pflegend an und das sind 10 Milliliter hier drin. Wird ausprobiert und dann kann ich euch das auch reviewen, sobald ich das auch mal aufgebraucht habe. Ne? Jetzt zeige ich euch einfach mal das Produkt, was ich gerne verlosen möchte. Und zwar ist es hier von Lookfantastic die Maskenkollektion. Genau, die habe ich nämlich zugeschickt bekommen, war aber leider krank. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber das kriegen wir hin. Und hier haben wir, ich glaube, 10 verschiedene Masken drin. Und von Avant zum Beispiel ist es eine. Und von Rodial haben wir hier auch noch eine mit drin. Also eine richtig schöne Kollektion. Auch von Bio Effect ist hier was drin enthalten. Und was ist das? Beauty Pro, eine Handmaske, ne? Und diese Kollektion finde ich zwar großartig, Nip & Fab und so weiter und so fort, aber wie gesagt, ich bin nicht dazu gekommen, die auszupacken. Und bevor ich jetzt jede Maske einzeln irgendwie in eine Verlosungsbox packe, habe ich mir gedacht, wir haben hier sicherlich ein paar Maskenjunkies unter uns. Und wenn du Bock drauf hast, dieses Set zu gewinnen, schau in die Infobox. Da habe ich euch die Teilnahmebedingungen reingeschrieben. Und die möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Ne? Ja, viel Erfolg. Definitiv. Denn die Maskenkollektion von Lookfantastic ist immer ganz geil. Jedes Jahr hauen die halt raus und jedes Jahr ist sie so schnell ausverkauft. Ich hätte die auf Insta zeigen sollen, aber also wollen. Aber die war, bevor ich den Post machen konnte, war die schon ausverkauft. Das war ja, ich glaube, innerhalb von einem Tag oder so richtig, richtig krass. Und ja, ich habe auch selber ein bisschen was bei Lookfantastic geshoppt. Das kann ich euch auch mal zeigen. Die Xenon-Palette von Natasha Denona. Und genau, die finde ich einfach sehr ansprechend, auch wenn die überhaupt nicht mein Vibe ist. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich die hier bestellt habe oder ob ich die zugeschickt gekriegt habe. Also bei manchen Sachen bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, weil die liegen hier schon eine Weile. Ihr bekommt auch mit Claudi Welt bei Lookfantastic immer den höchstmöglichen Rabatt und der ist aber nicht affiliated. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über die Links in der Infobox kaufen. Ne? Genau, also hier hat Natasha sich nämlich überlegt, Mensch, wir hatten jetzt schon so viel von diesen Circo Loco, Trio Chrome, Multichrome, Blau, Grün, Gelb Paletten und jetzt machen wir einfach mal eine grau-schwarze Palette und das finde ich hammermäßig mutig,
aber auch richtig geil. Also wir kennen das ja zum Beispiel auch bei Be Perfect, ne? Da gibt es ja auch diese grauen Paletten, diese Muted Paletten, sehr, sehr interessant. Aber von Natasha Denona in diesem Preissegment so eine Palette rauszuhauen, Be Perfect kostet ja gerade mal die Hälfte, wenn überhaupt, ne? Und ja, sehr mutig, sehr cool, möchte ich euch auf jeden Fall einen Look zu schminken. Die kamen auch passend zu Halloween raus und ich habe Bock drauf, damit rumzuspielen. Ich habe es bei Jennys Highlights auch schon gesehen. Was ich hier auf jeden Fall nicht vermissen werde, sind Inner Corner Highlight-Töne, denn sowohl Stella, Neve und Rhyme schreien für mich persönlich danach, wirklich Inner Corner Highlights zu sein. Und ich glaube, damit kann man einfach perfekte Smoky Eyes schminken. Ne? Sehr interessante Palette, muss ich sagen. Und das wird nochmal sehr herausfordernd für mich, damit einen Look zu schminken. Ihr kennt mich, ich bin ja eher so bunt unterwegs. Ne? Aber ich habe mir noch weitere Lidschattenpaletten bestellt. Ich glaube, ja, das war auch Look Fantastic. Anastasia Beverly Hills, die Fall Romance, habe ich mir nämlich einmal selber bestellt und einmal habe ich die im PR zugeschickt bekommen. Ich glaube, das Video ist noch gar nicht online, wo ich das Schminke gedreht habe. Da habe ich nämlich auch die Fall in Romance Palette, weil ich sie eben doppelt dann da hatte, auch in eine Verlosung gepackt. Jo, aber das Video ist scheinbar noch nicht online. Falls du das nicht verpassen möchtest, abonniere super gerne diesen Kanal. Die sieht einfach wunderschön aus. Ich würde sagen, so auch so vom alten Stil von Anastasia Beverly Hills, weil du ja dieses Flauschige von außen hast. Das hatten wir ja auch bei der Modern Renaissance damals und der hier, nicht, war das auch Subculture und so, ne? Die waren auch alle so schön flauschig. Also wenn man seine Beauty-Produkte streichelt, dann ist es schon weit gekommen, ihr wisst das, ne? Auch ganz interessante Formulierung, auch die eher in die herbstlich dunklere Richtung, was ich aber vollkommen in Ordnung finde. Und sehr ansprechend. Riesige Fännchen, wirklich riesige Fännchen, aber das hat sie jetzt ja mittlerweile, ne? Und auch da Crown und Moonlight, das sind so geile Töne. Ich versuche jetzt hier so wenig wie möglich zu swatchen, das hebe ich mir dann für Reels und Videos und so weiter auf. Tut mir leid, ich weiß, viele würden drauf stehen, aber ich weiß, dass ich so viel hier habe. Wenn ich das alles swatchen würde, dann säßen wir hier morgen noch, Leute. Das sage ich wirklich. Aber das war es noch lange nicht mit Paletten, Leute. Ich habe hier noch von Huda Beauty, die habe ich mir aber, und da kommen wir jetzt zu, bei Sephora bestellt. Bei Sephora habe ich auch einiges bestellt. Pretty Grunge von Huda Beauty. Ja, das ist auch wieder so eine Kühle. Ich finde es ganz interessant, dass sowohl Huda Beauty als auch Natasha Denona gleichzeitig, eben ziemlich genau gleichzeitig, eine recht ja, ähnliche Palette so rausgebracht haben. Ist hier noch eine Folie drauf? Ja. Schon sagen, das sieht sonst ziemlich blöd aus. Ja, ciao. Das sieht auch wahnsinnig geil aus. Und ich finde die neuen Huda Beauty Paletten auch ehrlich gesagt sehr schön. Da habe ich einige auch mittlerweile von. Und auch das, ne? Wieder eine sehr kühle Palette. Und hier haben wir sogar auch mit dem Grunge so ein Creme Lidschatten mit dabei, was ich sehr interessant finde, weil den kannst du dir halt richtig geil als Base auftragen. Dann hast du eine schwarze Base, weil eine schwarze Base hat nicht jeder einfach mal so zu Hause. Und mit einer schwarzen Base hält einfach vieles nochmal viel, viel besser und es sieht einfach alles so viel anders aus. Also wahnsinnig cool und diese Palette spricht mich fast sogar noch ein Stückchen mehr an als die von Natasha, wobei wir hier, also wir sind hier auch in einer kühlen Richtung, aber wir haben hier auch sehr viele von diesen bräunlichen Tönen. Wir sind hier nicht in diesem monochromen Stil, sondern haben hier auch tatsächlich noch so ein paar farbige Töne dabei. Bunt würde ich es jetzt nicht nennen, aber auch sehr spannend. Also ich stehe ja drauf. Ne? Ich mag das, mit neuen Produkten rumzuspielen, wie ihr auch schon eben erwähnt, und euch dann Looks dazu zu zeigen und euch Produkte zu reviewen, euch zu sagen, ob sich das lohnt, so viel Geld rauszuhauen. Ne? Nun, dann habe ich auch noch mir geholt von Fenty Beauty zwei Produkte. Und zwar einmal hier das Ease Drop Blur and Smooth Skin Stick Produkt mit ganzen 9 Gramm in der Farbe 1. Also ich hole mir meistens bei Skin-Produkten dann die hellste Farbe, weil ich halt einfach eine Blassnase bin. Und jetzt gerade im Winter halt nochmal umso mehr. Wo ist meine Schere? So, da ist ja wirklich, ja, wirklich nicht viel in meinem Gesicht an Farbe zu holen. Und für den Preis fühlt sich das sehr, sehr, ne, plastikmäßig an, sieht aber sehr schön aus. Also wenn die das jetzt in Milchglas gemacht hätten, wäre das natürlich noch geiler gewesen, aber wahrscheinlich halt auch noch teurer. Okay, ich denke, das wird so eine Art Stick Foundation sein, ne? Eine matte Stick Foundation. Wow, bis hierhin ist Produkt.
Das ist wirklich 9 Gramm, ist nicht viel. Ne? Also da hat man auch schnell, wenn die mir gefällt, dann werde ich die wahrscheinlich sogar in mein Project Pen mit aufnehmen, dass ich die dann auch echt schnell aufgebraucht habe und euch dann auch immer mal wieder was dazu updaten kann. Nun, auf jeden Fall haben wir das jetzt als Neuheit und ich habe es gekauft. Fenty Beauty hat aber auch noch Shadow Sticks rausgebracht und die fand ich ganz ansprechend, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt Zip and Sparkle, die Farbe 01. Denn ich denke mir auch manchmal, naja, schön ist definitiv, wenn du die Zeit hast und dir einen opulenten Augenlook irgendwie schminken kannst, aber du hast nicht immer Zeit dafür. Und wir kennen ja von Nabla auch diese Eye Pencils. Und hier hat auch Fenty Beauty jetzt sowas Ähnliches, wobei du das jetzt eher weniger als Eyeliner verwenden kannst, sondern wirklich als Lidschattenstick direkt auf das Auge drauf verblenden, fertig ist die Laube. Oder halt in einem Look integriert, ne? Kann ich mir auch zum Beispiel mit der Pretty Grunge sehr schön in Kombination vorstellen. Doch. Und das ist auch von der Farbe her ganz schön. So ein schönes Champagnertönchen, ne? Genau. So, dann würde ich jetzt ganz gerne euch die Produkte zeigen, die ich mir bei Purish im Sale gekauft habe. Denn da ist gerade Sale. Und ihr könnt auf alles, auf das Rabattierte und auch auf alles nicht Rabattierte, also auf alles, alles, auch auf die Adventskalender, auf die Sets, auf dies, das, Ananas, nochmal 10% on top bekommen mit Claudis Welt 10. Schaut super gerne dort einfach mal vorbei, schaut euch um, ob ihr noch irgendwas braucht, was ihr jetzt euch in Backup oder so holen möchtet, ne? Auch tolle Pflegeprodukte und so. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, kann ich hier oben mal verlinken. Nun, aber auch die Neuheiten sind teilweise schon reduziert. Und dann noch der Rabatt on top und das finde ich richtig geil. Und da habe ich mir zum Beispiel von Made by Mitchell diese beiden hier geholt. Das sind die Blush Pressed. Also quasi, wir kennen die Blushes, das sind ja diese Cream Liquid Produkte, die Made by Mitchell rausgebracht hat. Und die hat er jetzt in Puderform, in gepresster Form rausgebracht. Und ich habe mir jetzt als Blush die Farbe Roast geholt. Also erstmal die Umverpackung. Ist halt sein Logo. Ist halt in der Aufbewahrung vielleicht ein bisschen schwierig. Und so schaut es dann von innen aus. Du hast hier einen kleinen Spiegel mit dabei. Hier hast du dann auch das leicht schimmernde Blush. Ich finde es sehr, sehr stark pigmentiert. Ich habe das heute in meiner Story auch gezeigt. Und dieser Schimmer kommt gar nicht so doll raus auf dem Handrücken geswatcht. Wie das im Gesicht aussieht, das muss ich ausprobieren. Ich denke, dass ich dazu auch noch viele Videos befinden sich quasi auf meinem Tisch drehen werde. Some Shade habe ich hier mir als Bronzer quasi geholt. Ich dachte erst, puh, das ist auch wieder so ein Schimmer. Bronzer mag ich nicht so gerne. Als ich den geswatcht habe, hat er aber gar nicht so geschimmert. Also die Schimmerpigmente, die wir hier in dem Fändchen sehen, sind auf dem Swatch nicht so ersichtlich gewesen, was ich gar nicht so schlimm finde, muss ich sagen. Und ja, ein sehr spannendes Produkt, ne? Muss ich sagen. Gibt es alles in unterschiedlichen Farben. Das, was ich gerade auf meinen Augen trage, ist hier von LH Cosmetics die Creator Palette. Schaut so aus, ist so eine richtig schöne Herbstpalette. Also wer auf diesen Pumpkin-Look und so weiter steht, der hat hier auf jeden Fall eine tolle Palette. Ich habe auch ein paar von den Tönen ja schon verwendet jetzt heute. Ne? Das Cat habe ich verwendet, dann habe ich Loose verwendet, dann habe ich Daphne verwendet, um das hier außen so ein bisschen auch noch zur Verdunklung aufzugeben von meinem hier Schimmergedönsen. Esther habe ich außen als Verdunklung und dann meinen unteren Wimpernkranz gegeben und Annie ist dann quasi meine hauptsächliche Schimmerfarbe auf dem Lid, ne? Also ein toller, toller, einfacher Look und Linda Hallberg hat einfach eine Mega-Qualität, das, ne, ist einfach so und die lassen sich schön verblenden, lassen sich schön auftragen, das geht einfach jedes Mal easy. Die sind nicht günstig, aber sie sind es halt einfach wert. Dann habe ich auch noch hier von LH Cosmetics, den habe ich aber noch nicht verwendet, Poppy Fantastic. Das ist auch so einer von den neuen Lippenstiften von ihr. Schaut so aus. Und das ist auch so ein schöner Rotton. Gibt es in verschiedenen Farben, falls einem das jetzt nicht so zusagt. Ne? Und das hat auch wirklich so was Backsteinmäßiges mit dabei. Fand ich ganz interessant. Hätte ich wirklich heute mal zu dem Look tragen sollen. Egal, habe ich jetzt nicht getan, ist wie es ist. Freue ich mich sehr drauf, denn ich habe aus der Reihe, glaube ich, noch gar keinen Lippi. Und dann habe ich mir auch noch selber geholt, zum einen von Misauna dieses Dio Shield. Maxim zeigt es in die Kamera, sagt, es wird seine Hochzeitsfoundation und sie ist einfach wochenlang ausverkauft. Zum Sale hat Purish die nochmal reingekriegt, was ich sehr nett finde. Und ich habe das jetzt in der Farbe Fair gekauft und ich habe es beim Swatchen als sehr gelb empfunden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann im Gesicht gestaltet. Ist halt die hellste Farbe. Und da habe ich gedacht, das passt halt, ne? Naja, müssen wir halt einfach mal schauen. Und ich denke, dass ich euch dazu auch noch Schminkis drehen werde.
Ich muss nur gucken, wie schnell, ne? Ich war jetzt ein paar Tage krank, da musste ich jetzt leider ein bisschen Pause machen. Dann habe ich mir auch noch diese Palette geholt und die fühlt sich so schön an. Das ist die Groundwork von Danessa Myricks. Ja, die ist jetzt wirklich das Pendant zu der Lightwork. Kann man nicht anders sagen. Die Lightwork ist knallig, bunt, die haut auf die Krokette drauf und gibt dir Schimmer, Glanz und Gloria. Und dann haben die hier als Gegenstück die Groundwork-Palette. Die ist halt für viele wahrscheinlich einfach erstmal in erster Linie super langweilig, fasst sich aber super hochwertig an. Man könnte sehr offensichtlich auch die Fännchen austauschen, weil du hast ja auch Möglichkeiten, das rauszunehmen. Und wir haben hier sowohl Cremetöne als auch Pudertöne drin. Und das fand ich einfach interessant. Also sowas habe ich tatsächlich auch so noch nicht gesehen und ich möchte ja auch von Make-up mich begeistern lassen. Und das hier ist eine perfekte Basic-Palette, sodass man die halt verwenden kann mit jeder Schimmerpalette. Auch die, dieses Schimmer-Quad von Nabla oder die Schimmer... Das riecht interessant. Nicht gut, also wegen dem... Hier außen drum zu, wegen dem Kunstleder wahrscheinlich. Okay, auch die LH Cosmetics hat, die hat ja auch so Vierer-Schimmer-Geschichten, ne? Das kann man damit kombinieren, 1A, denn du hast hier wirklich alle möglichen Abstufungen von Braun und bis hin zu Schwarz, Anthrazit, ne? Und das spricht mich halt einfach an. Ja, und die beiden Schätze verdienen tatsächlich ein eigenes Video. Das ist von Be Perfect, die haben hier diese Sets rausgebracht, wobei ich zeige es euch jetzt einfach mal so, ne? Ja, also ich werde die vielleicht jeweils mal in einem Reel oder so verwenden oder in einem Short. Hier habe ich die Mrs. Glam, das habe ich euch auch im Community-Tipp schon mal mitgeteilt. Die kostet hier 54,95 €, soll einen Wert von 111,65 € haben. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt der aktuelle Preis ist, das ist ja auch alles eingeblendet. Und das ist so ein schönes Geschenkset, denn du hast hier so viele tolle Sachen in so einer schönen Box. Kannst du halt super, super verschenken, ne? Den Deckel habe ich jetzt mal entfernt. Und dann hast du hier eine Lidschattenpalette, die wirklich so schön glitzernd ist. Ein Blush haben wir mit dabei. Dann haben wir auch noch ein Kohl-Kajal. Dann haben wir ein Hydrate and Set, ein Long-Lasting Setting Spray. Genau, drei Pinsel haben wir mit dabei. Und das ist halt einfach schön, ne? Und für 50 Euro finde ich das vollkommen in Ordnung. Also so viele Produkte. Also wir haben hier auf der Umverpackung hier den Glitzer drauf, aber ich glaube auch auf der Palette selber. Ich hatte das eben alles schon mal ausgepackt, um mir das anzugucken. Mein Bauch knurrt. Genau, und hier haben wir auch ganz viele Glitzersteinchen drauf. Richtig glamorous, mag ich sehr gerne. Und das ist halt wirklich eher eine zurückhaltende Palette, eine neutrale Palette. Aber lasst euch nicht täuschen. Also Be Perfect hat einfach eine krasse Qualität. Das wird knallen, das sage ich euch. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist definitiv ein sehr heller Schimmerton für das Inner Corner Highlight zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es noch ein weiteres Set, das ist sogar günstiger, aber größer. Das ist The Eye Edit und da haben wir auch, also haben wir viel mehr Produkte drin. 49,95 € kostet das Ding hier. Kostet weniger bei Pure Hits aktuell und hat einen Wert von über 117,65 €. Und auch so schön. Also hier haben wir eine eher kühle Palette drin. Das ist eher so, ach das, ne? Zieht euch das rein. Ich finde es geil, wenn man sowas kaufen kann. Oh, mag ich. Weil das einfach irgendwie, das hat was, wenn man das so bekommt, wenn man das als Geschenk bekommt, hat das einfach was, ne? Und ich denke da einfach so an Männer, die nicht so genau wissen, was schenke ich meiner Frau oder keine Ahnung, an ein Geschenk für ein Mädchen oder so, ne? Da machst du nichts mit verkehrt, weil du hast eine Lidschattenpalette, du hast Lashes, du hast ein Augenbrauengel, was jetzt überhaupt nicht irgendwie farbrelevant ist, du hast einen Eye-Pencil, das ist einfach ein Kajal, ne? Ja, und hier ist Instant Eyes, da hast du zwei verschiedene Seiten, einmal in so einem Kupferton und ein bisschen hellerer Ton, dann hast du hier auch noch eine zweiendige Mascara drin und einen Lidschattenprimer. Und das für unter 50 Euro. Und das finde ich einfach geil. Also Be Perfect ist von der Qualität her sehr, sehr weit oben, würde ich sagen. Die sind besser als BH Cosmetics mittlerweile, würde ich sagen. Also das, was ich, klar, BH Cosmetics, ne, ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre her quasi, dass sie da ihre Qualität hatten. Also das ist quasi BH Cosmetics nur nochmal von der Qualität weiterentwickelt. Ist auch ein bisschen teurer. Und aber nicht zu teuer, ne? Auch das ist eine kühle Palette. Auch sehr interessant, auch sehr ähnlich zu Paletten, die ihr heute hier schon gesehen habt wahrscheinlich, ne? Und das sind es die... Es ist Montag, der 13. November 2023. Ja,
Danke. Sehr ähnlich zu dem, was ihr hier schon gesehen habt. Und deswegen finde ich das immer sehr interessant, wenn wir halt auch solche Paletten finden dürfen, dass man vielleicht so die ein oder andere Alternative auch mal sehen kann. Und an die Männer da draußen, es ist halt super easy, sowas einzupacken. Kannst du nicht anders sagen. Es ist halt quadratisch, also rechteckig. Und dann hast du schon reingepackt. Okay, so. Machen wir jetzt mal so einen kleinen Switch. Ich war bei Action gewesen. Das ist aber auch schon eine Weile her. Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Das Wonder Melon Scented Setting Powder hat unser lieber Maxim ja auch wirklich so ein bisschen in den Himmel gelobt. Aber ich glaube, davon eher die peachige Variante. Ne? Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Das ist aber auch ein bisschen... weiß ich nicht. Also leicht eingefärbt. Das ist jetzt nicht irgendwie weiß oder so, ne? Und da wollte ich einfach mal gucken, ob es das wirklich so, ob das wirklich so gut ist. Und dann habe ich mir noch eine Lidschattenpalette geholt, und zwar die Papillon, Papillon, also quasi Schmetterling, ne? Papillon ist das, glaube ich, auf Italienisch oder so. Auch von Max & Moore haben wir das hier. Und so schaut die Palette einmal aus. Richtig schön bunt. Auch die erinnert mich an eine Schmetterlingspalette, die ich tatsächlich schon habe. Oha, 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 die haben sich ja was getraut. Aber gut, ne? Oder sind das Motten bei der anderen Palette drauf? Man weiß es nicht. Um beim Thema der Paletten zu bleiben, ich habe bei Odens Eye bestellt. Also die haben jetzt auch schon wieder eine neue Kollektion raus, die auf dem Weg zu mir ist. Natürlich die Holiday Collection. Und hier habe ich mir jetzt die Hela Paletten geholt. Und ja, das ist ja Angelica Nyquist. Und beziehungsweise das ist... Nicht die Hela-Palette. Die Hela war die erste Palette von Angelica Nyquist. Das ist die Little Ghost-Palette und die Trick or Treat-Palette, genau. Ja, auf jeden Fall bekommt ihr immer bei Odens Eye mit dem Code ANGESHKA10, also das ist ja ihr Code, ne? 10% Rabatt, das verwende ich auch immer sehr fleißig. Ich glaube, der ist Affiliate, das heißt, dadurch wird sie unterstützt, aber das ist vollkommen in Ordnung, weil das eine super sympathische Frau ist. Und sie hat halt die nächste Kollektion mit Odens Eye rausgebracht. Und Odens Eye hat eine mega Qualität. Das sucht seinesgleichen, ist halt eine Indie-Brand, ne? Und Indie-Brand-Make-up ist immer eine ganz andere Hausnummer. Von der lieben Peggy von Morbus Black wurde ich damals influenced aufs Härteste. Und da bedanke ich mich von Herzen für. Also bei Odens Eye habe ich schon so viele tolle Paletten kennengelernt. Die anderen Produkte sind nicht so unbedingt meine Welt, muss ich gestehen. Aber die Paletten sind on point. Wir haben hier krasse Pigmentierung, wunderschöne Schimmertöne. Auf jeden Fall mit dem NYX Glitter Glue verwenden. Zum einen, um mehr Kabum kriegen oder halt generell Glitter Glue drunter machen. Ne? Aber auch, um Rieseln zu verhindern. Also Wahnsinn. Auch wie schön diese Konstellation aussieht. Da fallen mir direkt so viele Looks zu ein. Ich habe da richtig Bock drauf. Also das ist sehr, sehr ansprechend für mich. Das kann, also das ist so, ja, wirklich. Also ich würde mir von Herzen wünschen, dass Odens Eye zu Pirish kommt. Das wäre so geil. Ich meine, wir kriegen es ohne Zoll, weil das ist ja Schweden, ne? Aber wenn Pirish Odens Eye mit aufnehmen würde, ich glaube, da würden sich viele drüber freuen, weil dann der Versand halt auch etwas einfacher und leichter und schneller wäre. Die Trick or Treat Palette ist diese hier, die natürlich auch passend zum Halloween-Motto dann auch noch als zweite Palette rausgebracht wurde. Wir hatten bei der anderen ja sehr kühle Töne. Boah, ich habe die noch nicht aufgeklappt. Ich habe sie ja schon ein paar Tage hier, aber oh, hier sind wir dann wirklich eher so in der natürlichen Richtung, in Anführungsstrichen, also durch das Grün, das Orange, durch das Braun, sind halt eher so Naturtöne, sind es nicht, aber ne, und halt dieses Minzschimmer da unten, das ist der Wahnsinn, also das ist exorbitant geil, ich freue mich drauf, also ich muss so viel schminken in nächster Zeit, aber das werde ich machen. Ne? Also entweder werden das auch so kleine Reels werden oder Shorts oder was auch immer. Ich werde euch die Produkte zeigen, weil ich da einfach so Bock drauf habe. Ja, dann habe ich eine Gesichtsbehandlung gehabt bei Soties und da habe ich mir jetzt auch die Foundation mitgenommen. 39,50 hat die gekostet. Turn Detox Energie. Ich kann euch den Link mal zu der Instagram-Page von Olga in die Infobox setzen, falls ihr dort auch Produkte bestellen wollt von der Marke. Oder den Adventskalender. Ne, da müsste sie noch ein paar von da haben, habe ich letztens bei ihr bei Insta gesehen. Auf jeden Fall ist es ja, C10 Porcelain, sehr, sehr hell. Und auch die möchte ich gerne ausprobieren. Auch da werde ich euch mitnehmen. Ich habe sie im Laden geswatcht. Da
kamen sie mir nicht ganz so passend rüber von der Farbe her. Mal gucken, ob die auf dem Gesicht sich dann anders verhält. Also die kamen ja genauso wie auch bei dem Duo Shield, ne? Da war der erste Eindruck hoch, das ist aber ganz schön gelb. Aber vielleicht ist es auch genau passend, ich weiß es nicht. Ich habe es halt nur auf dem Handrücken getestet. Dann hatte ich wo auch immer bestellt, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo. Wenn ich das irgendwo finde, ich verlinke es euch. Das hier werde ich definitiv finden. Als ich nämlich Adventskalender bestellt habe, habe ich die Sachen mit dazu bestellt. Einmal von Essie habe ich hier den Gel Couture Überlack. Das ist der beste, den es gibt. Ihr seht meine Nägel jetzt ja schon die ganze Zeit und denkt die ganze Zeit, oh Gott, Claudi, was machst du denn da? Ja, die müssen auch mal wieder erneuert werden. Ich weiß, es ist furchtbar, aber das ist einfach mein Holy Grail. Ich habe schon ein paar andere auch ausprobiert, aber nichts top den. Also der macht wirklich, dass meine Maniküre auch bei der Adventskalender-Unboxing-Zeit wirklich hält. Und zwar tagelang. Ich habe bis zu 2 Wochen die Möglichkeit, dass meine Nägel halten könnten, theoretisch. Kommt immer ganz drauf an, wie viele Kläppchen Adventskalender ich quasi habe. Ne? Und ja, so schaut der aus. Ich finde ihn großartig, kann ihn euch nur empfehlen. Und als letztes, ja, ich glaube, das ist das letzte Produkt, habe ich mir ein Parfum bestellt von Lalique Le Parfum. Das war irgendwo richtig krass reduziert, wollte ich mitnehmen. Da hat mich die Duftbeschreibung auch so angesprochen. 100 Milliliter ist ganz schön viel. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass da so viel drin ist, aber gut. Super schwer. Und das sah so hübsch auch aus, ne? Guck mal. Ja, da war irgendwie halt auch Sale und keine Ahnung. Und dann waren die Rezensionen so schön und das sieht auch echt. Du kannst einen mit abwerfen. Guck mal, und auf hier auf dem Deckel, ne? Mega, da ist so ein Gesicht drauf. Krass. Okay. Bitte riech gut. Ich sprühe das jetzt erstmal hier rein. Ich habe jetzt nämlich noch ein anderes drauf. Schüttel mir das Ganze. Oh Gott, ja, das riecht gut. Das riecht wirklich gut. Das ist auf jeden Fall mit Vanille. Ich denke, Jasmin oder sowas ist auch mit dabei, weil alles, was nach Jasmin riecht, ist wirklich immer direkt ganz weit oben für mich. Jetzt gerade kommen so ein paar zitrische Noten raus. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich muss es auf meinem Körper riechen. Aber so in dem Karton. Der erste Schnüff riecht gut. Ja, der nächste jetzt auch wieder. Das Zitrische ist jetzt wieder weg. Das riecht ganz... Auch ein bisschen holzig ist das. Okay, das ist interessant. Ja, und ich weiß nicht, warum. Ich bin zurzeit so ein Fan von Düften. Ich habe das irgendwie wieder vollkommen in mir drin, dass ich sage, Mensch, jetzt ein Parfum, das wär's, ne? Ja, ja, egal. Ihr Lieben, das ist jetzt mal so ein richtig krasser Heumer wieder gewesen. Ne? Ich weiß, ihr liebt es, ich lieb's auch. Ich habe sehr viel jetzt auszutesten und werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Denkt an die Verlosung definitiv, ne, dass ihr da die Masken gewinnen könnt. Und ja, auch auf jeden Fall an den Pure Lake Code, wenn ihr möchtet. Ne? Sparkling-Claudi gibt euch 20% Rabatt. Und ja, also ich finde die Kette sehr schön. Ich finde auch das Armband echt nice. Ich muss nur gucken, ob ich das wirklich umhaben kann. Na, mal gucken. Weil ich bewege mich ja immer so viel. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.